So, liebe Blogleser, 100 Beiträge. Es wird Zeit für mich zu gehen. Nicht um eine Zigarette zu rauchen, sondern weil draußen der Wahnsinn tobt. Glaubt ihr mir nicht? Dann seht selbst. Mit Wahnsinn meine ich allerdings nicht die Bauarbeiten, obwohl die am Samstag ganz schön nerven, sondern ich meine die Fußballbegeisterung, die draußen herrscht. Heute spielt Bayern München gegen Chelsea. Wer wird gewinnen? Beim Thema Fußball mache ich mir leider nie Freunde. Zum ersten Mal interessierte ich mich für ein Spiel, als Griechenland gegen Portugal antrat. Ich liebe beide Länder. Die Belegschaft der Großbaustelle Cosimastraße ist bunt gemischt. Ich gehe davon aus, dass denen egal ist, für wen ich bin. Also? Ole, ole, ole. Ach, der falsche Schal. Der Schal stammt nämlich noch aus dem Jahr des Sommermärchens. Und nein, ich wurde damals nicht infiziert. Es gibt solche Werbegeschenke, die man nicht haben möchte, aber nie los wird. Mein rotes T-Shirt ist auch ein Werbegeschenk, aber das mag ich viel lieber. Als ich vorhin mit der Bahn fuhr, merkte ich, dass ein rotes T-Shirt allein auch nicht reicht, um sich bei Bayern-Fans beliebt zu machen. Es ist zum Davonlaufen oder Davonkriechen, denn das ist primaler. So wie die PEMs, die Primal Essential Movements. Meine Lieblings-PEM findet sich übrigens nicht beim Marxisten. Ich nenne sie die gehende Rückenbrücke. Und diese Übung ist eine Verwandte der von Marxisten empfohlenen Plank. Viel schwieriger als das Gehen ist übrigens das Halten dieser Brücke. Fußballfans könnten die Rückenbrücke auch als Tor deuten. Aber für Fußballfans gibt es eine viel schönere Übung. La Ola Primal. Was ich hier vorführe, ist die eingerostete Nachmittagsfassung. Höchste Zeit, sich ein bisschen zu erholen. Also dann, Freunde, schön primal bleiben. Vielen Dank für eure Treue und wir sehen uns wieder am 2. Juni. Bis dahin, tschüss, macht's gut.